Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige euch heute den Kontakt-Jonglage-Trick. Dazu braucht ihr Silikonbälle und ich würde euch auch empfehlen, größere Bälle zu nehmen. Die Bälle, die ich jetzt benutze, habe ich euch auch in einem Video vorgestellt. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt und wissen wollt, welche Bälle das sind, werde ich euch das ganze Video links oben verlinken. Und außer den richtigen Bällen braucht ihr keinerlei Voraussetzungen, also ihr müsst weder mit 3 Bällen schon spielen können, noch irgendwas anderes können. Und wenn man den Trick kann, sieht der Ganze so aus. Wie ihr gesehen habt, der Ball rollt einmal hier bis zum Ellbogen inneren und rollt dann wieder zurück in die Hand. Wie funktioniert das Ganze? Also erstmal würde ich euch empfehlen, den Arm ein bisschen angewinkelt zu halten. Ungefähr so. Und dann auch nicht so hier unten, sondern der Ball sollte schon von erhöhter Position losrollen, dann ist das Ganze einfacher für den Anfang. Und dann müsst ihr mit der rechten, also das rechte dann mit der rechten Hand würde ich wieder anfangen, wie immer halt, und das linke dann mit der linken. Und mit der Hand macht ihr einfach die Bewegung hier. Also einfach so mit dem Handgelenk nach hinten gehen. Und dann, wenn ihr hinten seid am Handgelenk, den Ball loslassen. Also hintergehen, loslassen. Dann rollt ihr schon mal mindestens bis zum Ellenbogen, wenn es gut könnt. Ihr müsst natürlich auch schauen, dass die Hand gerade ist, so, nicht irgendwie so oder so. So, dann habt ihr hier und rollt ihn mal bis zum Ellbogen hinter. Einfach mal rollen. Versuchen zu rollen. Die ganze Zeit versuchen zu rollen. Das übt ihr dann einfach. Das ist reine Übungssache, also da ist kein großer Trick mehr dabei. Das kann man üben. Und wenn ihr es dann schafft, dass ihr bis zum Ellbogen rollt, der Ball, also bis zum Ellbogeninneren, wenn der Ball hier hinten ist, geht ihr einfach mit dem Arm nach unten. Unterarm nach unten und der ganze Ball rollt eigentlich wieder nach vorne. Also, Arm so hochhalten, bisschen abgewinkelt, dann den Ball nach hinten und wieder nach unten gehen. Das ist auch wieder Übungssache, bis das Ganze halt funktioniert. Und den Trick kann man einfach, wenn man mal mit 3 Bällen wie den hier jongliert und ein Ball runterfällt, dann kann man ihn einfach mal so einbauen, so zwischendrin. Und der sieht dann auch ganz gut aus. Oder wenn ihr euch insgesamt mit Kontakt schon gleich wieder fassen wollt, ist das Ganze natürlich ein Einsteigertrick, den man machen kann und üben kann, um somit ein Gefühl für die Bälle zu bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen über eine positive Bewertung und einen Kommentar, wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Vorschläge für Tricks habt, die ihr sehen wollt, oder sonstige Videos, die ihr sehen wollt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.